Da kommt ganz schön was zusammen in der High Society des deutschen Films. Junge Garde trifft Filmikonen. Emilia Schüle und Janis Niewöhner sind begeistert von ihrer gestandenen Kollegin Iris Berben und haben kein Problem damit, das auch zuzugeben. Die Frau ist einfach ein Wunder, also was sie für eine Energie hat und für eine Power und einfach nur vor Positivität strotzt, das ist toll. Man klaut ja auch von den Jungen, oder? Es ist ja auch eine Generation, die stark ist, die kraftvoll ist, die ein Standing hat. Und wie schön, dass ich das vermischen kann. Iris Berben, die Mitte der 80er Jahre in SketchUp ihre ulkige Seite zeigte, hatte viel Spaß damit, sich mal wieder komödiantisch auszutoben. Als schwerreiche, aber hirnlose Society Lady. Okay, womit fangen wir an? Ich wäre für Twister oder für Flottenmanöver. Das ist nicht so anspruchsvoll. Machen wir uns nichts vor, wir sind alle keine Einsteins. Die wird überhöht, natürlich wird sie überhöht, wobei ich komme manchmal ins Grübeln. Es gibt schon auch genügend, die nah dran sind an dem, was ich hier verkörpere. Aber natürlich macht es Spaß, sich weit voneinander zu entfernen und trotzdem natürlich eine Figur ernst zu nehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass man Klamauk macht. Dafür sorgen auch Emilia Schüle und Janis Niewöhner. Sie sind als Einzige nicht durchgeknallt, dafür aber ziemlich schnell verknallt. Privat funkte es zwischen den beiden im Teenageralter. Nach 6 Jahren trennten sie sich, um nun ständig wieder als Liebespaar besetzt zu werden. Also normalerweise sieht man sich nicht wieder und hier ist es so. Und man hat trotzdem eine große Spielfreude und wenig Spielangst, würde ich sozusagen sagen, weil man sich vertraut ist. Und es ist eben keine so große Sache, es hängt davon ab, wie groß man es macht, glaube ich. Stimmt, du hast mich angestarrt. Dieser Aufzug ist ungefähr 3 Zentimeter groß. Ich bin gezwungen, in dein komisches Gesicht zu gucken. Mein komisches Gesicht? Ja, Alter, ja, du hast Mini-Ohren. Viel zu kleine Ohren. Ich habe zu kleine Ohren. Zeig, einmal zeigen. Einmal. Weil meine Mutter meint, die sind doch gar nicht klein, die sind nur abstehend. Kein Problem. Oh Gott. In Wirklichkeit haben sich die drei natürlich lieb. Sollten sie auch. Schließlich drehen sie ständig miteinander. Jannik Schümann ist der Dritte im Bunde und derzeit schon im Kinofilm Jugend ohne Gott neben Emilia und Janis auf der Leinwand zu sehen. Wenn die Kamera läuft, sind wir wahnsinnig konzentriert, aber das wird ja auch von uns verlangt. Ja, das ist unser Beruf, da müssen wir professionell sein. Aber vor allem bei Jugend ohne Gott und bei High Society, da, wo wir alle zusammen waren, waren wir auch einfach schwer am Lachen und Witze machen und Spiele spielen, als die Kamera nicht lief. Da die Brisantkamera immer läuft, bekommen wir natürlich auch die letzten Geheimnisse heraus. Zum Beispiel, dass Jannik sich seit 10 Jahren in Kinderohren schummelt. Doch, ich bin das. Ich bin Justus. Ich bin das. Aber wir müssen Fragezeichen Kids runtermachen. Kids? Drei Fragezeichen, ja. Hörspiele. Das ist etwas, was ich noch nicht Hörspiele. Über den jungen Herren Kindheit. Wusste. Auch Janis Niewöhner hat sich jahrelang in Kinderzimmern breit gemacht. Vor allem Mädchen brachte er zum Träumen. Den Stempel Teenie-Schwarm bekam er dann schwer wieder los. Das war dann so ein Moment, wo ich so oft im Endcasting war und alle immer gesagt haben, du bist leider nicht der Typ für die Rolle, weil du bist nicht zu kaputt, also bist nicht so kaputt oder was auch immer. Und dann wusste ich, dass die Regisseurin mich auch eigentlich gar nicht sehen wollte und habe dann mir die Haare abrasiert, Bomberjacke angezogen und dann vor allem aber auch die Rolle so gespielt mit der Energie, die ich hatte, mit der Wut, die ich hatte, dass ich sowas nicht spielen durfte. Und dann ging das, ja. Ab nächste Woche laufen dann also 2 Filme mit dem Trio im Kino. Da kann einem schon mal die Puste ausgehen. Gut, dass die drei immer aufeinander Acht geben.